Hallöchen. Ich habe immer noch keinen Weitwinkel und deswegen kann ich euch nicht genau zeigen, was ich jetzt hier gerade hier stehen habe. Ist auch ein Video nach langer Zeit mal wieder. Jetzt habe ich gerade Urlaub, jetzt kann ich es gerade mal machen. Aber es wird sich in Zukunft auch so ergeben, dass ich nur selten mal ein Video mache. Da Arbeitszeit ist immer ziemlich spät abends teilweise. Die nächste Zeit sowieso. Vielleicht so Mitte des Jahres habe ich mal wieder Zeit. Aber jetzt komme ich mal zu dem, was ich hier habe. Und zwar ein CD-Player von Technics. Ohne Remote, ohne irgendwas. Und der hat ein Problem. Ich zeige euch gleich mal, was der für ein Problem hat. Dazu muss ich den erstmal aufschrauben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun ist er offen. Jetzt könnt ihr da reingucken, so halbwegs. Noch nichts Verdächtiges. Jetzt steht er auf Standby. Und wenn ich ihn jetzt anmache, No Disk. Mache ich mal aus. Ach ne, muss ich hier anmachen. Schublade geht auf. Ich hole mir mal eine CD. Ist eine Audio-CD. Das ist ein relativ alter CD-Player. Das war klar, das war die, wo keine bei ist. CD ist auch relativ kratzfrei. Dreht er und alles, aber No Disk. Und ich war da schon bei gewesen. Ich weiß, was los ist. Ich mache ihn mal aus. Ich zeige euch mal, was ich da brauche. Ich habe schon bestellt. Sonst hätte ich es nicht machen können. Und zwar brauche ich das hier. Den Laser. Der ist neu und da ist der alte drinne. Der alte hat auch funktioniert. Ich komme nicht gleich zu. Ich mache jetzt mal Strom aus, ist egal. Ich drehe ihn mir um. Ich gucke mal, dass ich das euch so ein bisschen hingebastelt kriege. Der alte hat auch funktioniert, aber nur zu einem gewissen Grad. An dem habe ich nämlich was gemacht, was ich nicht hätte machen dürfen, aber da war ich noch ein bisschen zu naiv zu denken, das kriege ich wieder hin. Und zwar habe ich die Linse abgebaut. Da habe ich die Linse da rausgebaut. Moment. Ich weiß ganz genau, wie das Ding hier auseinander geht. Sache vergessen. Mal kurz Strom ran. Ja, F26, ja, ist ja gut. Jetzt nur die Dings rausgenommen. Ich nehme mal den Player beiseite. Nur das Laufwerk hier. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist jetzt das Laufwerk. So. Tauschen will ich den Laser da drin. Und zwar habe ich ja gesagt, ich habe eine Sache gemacht, die ich nicht hätte machen dürfen.
Und das ist die Linse weggenommen. Jetzt sage ich auch gleich, was ich genau meine. Ich habe nämlich versucht, den Laserstrom zu erhöhen. Das hat nämlich nichts gebracht. Er hat nämlich auch vorher keine CD gelesen. Er hat es immer versucht. Reinigen hatte nichts gebracht. Und den Laserstrom erhöhen hat er auch nichts gebracht. Die Platine ist saumäßig wichtig. Da ist der DAC drauf und allen möglichen Krimskrams. Darum kann ich auch nicht irgendein anderes Laufwerk daran adaptieren. Aber hier drüber über das kleine Poti, ich zoome mal drauf. Über das kleine Poti Laserstrom erhöhen hat nichts gebracht. Linse reinigen mit Isopropanol hat auch nichts gebracht. Hat nicht richtig gelesen. So, jetzt zeige ich euch gleich mal, was ich meine. Jetzt brauche ich den einen Schraubendreher. Wo ist der jetzt hin? Ist der vorne gerade noch in der Hand? Da. Ich muss nämlich gar nicht so viel machen. Bloß zwei Schrauben raus. Brauche ich die eine Pinzette. Wenn ich die jetzt wieder finde, vorhin hatte ich sie noch. Na klar, egal, ich habe andere. Und zwar eine gebogene. Also ich habe jetzt Schraube rausgenommen, wo ich, was ich nicht gesehen habe, glaube ich, da und da unten. Jetzt kann ich hier das schon mal hoch bewegen, aber es verhindert etwas, dass ich es rausnehmen kann, und das ist das Zahnrad. Darum mit einer Pinzette da unter. Zahnrad raus. Und schon kann ich die Lasereinheit rausnehmen. So. Jetzt habe ich den alten Laser draußen. Erkläre ich euch, was ich genau gemacht habe. Ich habe die Linse hier oben. Wenn die Kamera scharf stellt. Ich habe die Linse hier oben sauber gemacht. Nur unter die Linse komme ich nicht, also habe ich was gemacht, was man hätte nicht machen dürfen. Ich habe hier das abgelötet, weil das ist auf dem Flexkabel. Die Platine hier hochgenommen, sodass sie aber hier hinten noch dran ist. Das habe ich nicht rausgenommen. Und habe dann das ganze Ding, die ganze Kamera ist nicht so schnell bei dem großen Zoom. Das ganze Ding hier habe ich rausgenommen. Und das ist jetzt hier geklebt gewesen an den Ecken. Und da unter, da, es ist von mir noch geklebt mit zwei Komponentenkleber. Da hatte ich hier die Schrauben rausgenommen. Die Schrauben sind aber nur zum Justieren. Die haben keine große Bewandtnis. Ich hoffe, man kann es jetzt erkennen. Ich hoffe es. Seht ihr das? Ich kann das ganze Ding bewegen. Damit bewege ich die Linse. Und verändere hiermit den Winkel. Und zwar den Winkel, wie die Linse steht. Ob sie so steht. Ich hoffe, man kann es nachher erkennen, ob sie so steht oder so steht. Ich hoffe, man kann es erkennen, schräge. Also, wenn man jetzt hier guckt, wenn die Linse jetzt gerade steht, auch Kamera. Kriegst du es hin? Nee. Ich mache mal meinen Finger daneben. So, ob die Linse jetzt so steht
oder so steht. Diese Justage habe ich mir versaut. Ich habe nämlich das ganze Ding rausgehabt. Bewegen kann der ja die Linse auf und ab. Kann die Linse ja auf und ab bewegen. Kann ich hier mal versuchen zu zeigen. So. So auf und ab. Und er kann sie hin und her bewegen. Ich glaube, er kann auch noch den Winkel verändern. Aber kann ich das so machen, dass ihr das sehen könnt. Also er kann sie auf und ab, links und rechts bewegen. Und ich glaube, er kann sie auch so kippen. So leicht. Nur elektrisch kann er sie nicht auf die andere Seite kippen. Das geht nicht. Das muss justiert werden. Das hatte einem einmal kurz hingehauen, als ich das hier mit Heißkleber gemacht habe. Mit Heißkleber geklebt habe. Hat es hingehauen, aber Heißkleber ist zu instabil, verliert dann nachher wieder die, die Spannung da drauf und dann ist die Justage wieder weg. Hat aber dann auch nur die Hälfte von der CD lesen können und die andere Hälfte nach hinten hin nicht mehr richtig. Darum ist hier nur Laserstrom erhöhen und wie ich auch schon den Gut gesagt habe, Elkos tauschen, nicht das einzigste, was ich machen kann oder das, was man hätte machen können und dann geht's wieder, sondern ich brauche die komplette Lasereinheit. Die habe ich jetzt bestellt, 10 Euro oder mit Versand 13 Euro vor 3-4 Tagen, keine Ahnung, aus Deutschland. Müsste der komplett selber Aufbau sein. Daneben halten. Sieht identisch aus. Andere Seite. Sieht identisch aus. So. Laserstrom ist hier. Niedriger gestellt, das ist gut. Den lasse ich auch so, den tausche ich nicht. Hier ist noch Metallteil dran. Das muss man natürlich runter. Das steckt hier auf den Kontakten drauf. Das ist ein ESD-Schutz. Mehr ist es nicht. So, und das baue ich jetzt wieder ein. Und also den neuen baue ich ein. Und hoffe, dass es dann noch hinhaut. So. Jetzt brauche ich die Stange. Wo ist die jetzt hin? Upsi. Ach, da liegt sie doch. Genau vor meinen Augen. Baue ich das ganze Ding wieder zusammen. Ich weiß ja, wie es funktioniert. Der Einbau ist ein bisschen tricky. Ein wenig. So, das ist drin. Zahnrad. Das ist auch drin. Der Positions 0 Sensor Taster Gedönse wieder fest und ich habe den bewusst nach ganz hinten gesetzt, weil so ist der Einbau einfacher. So, und dann kommt wieder die Platine. Jetzt nehme ich dieses Metallteil runter. Stecke die Platine an. Das ist immer so ein bisschen.
blöd. Nicht richtig drin. Nicht richtig drin. Mich jetzt ärgern. Wenn ich den alten da reinstecke, der geht auch viel weiter rein. Der alte, da guckt nichts raus. Und der neue will nicht rein. Du musst da aber rein. Jetzt ist er drin. Ja. So. Ist drin. Dann kommt das hier wieder drauf. Und ich schraube das jetzt nur mal kurz provisorisch, weil ich eventuell noch den Laserstrom ein bisschen erhöhen muss. Kiste, einmal das Laufwerk. Mal gucken, ob wir das so hinkriegen, dass ihr da auch reingucken könnt. Strom rein. Ach so. Ich habe ein Licht gesehen. Einfach nur mal die CD so. Halt provisorisch. Er hat sie gelesen. Und er läuft. Minute 12 habe ich noch. Ja, das war verkehrt.
Wunderbar. Okay. Der Spiel, also er läuft. Wie kann ich jetzt den Ton rauskriegen? Müsste ich mal kurz PC fertig machen. Und dann könnte ich euch das mit dem Ton auch mal zeigen, dass der Ton auch funktioniert. Also sehen wir uns gleich wieder, bis ich den Ton fertig habe. So, nun bin ich wieder da. Ton geht auch. Ich mache mal Play. Gefallen bitten. Diego Alvaro, da bist du ja. Grüß dich. Was für ein Gefallen, Diego. Hier, das ist das Aztekenschwert. Bob, kratze bitte etwas Farbe mit deinem Messer ab. Sofort. Er funktioniert wieder und das bis zum Ende durch. Das ist gut. Kann ihn jetzt wieder zusammenschrauben. Er ist repariert, kein Elektroschrott. Weil, ich sag mal so, das ist ein alter CD-Player, aber mit einer der besten. Also naja, nicht mit einer der besten, aber sind besser. Besser als die neueren Teile. Und es war nur der Laser. Also hier hätte ich bloß den Laserstrom erhöhen brauchen, wenn denn irgendwie noch was gewesen wäre. Aber Reinigen und Laserstrom erhöhen hat nichts gebracht. Nicht wirklich. Er hat ja mal kurz funktioniert, nachdem ich die Linse runter hatte und um unter der Linse zu reinigen und den Spiegel, der da unter ist, da ist ein Ablenkspiegel drin, der den Laser von so nach oben schickt. Danach hat er ja kurzzeitig funktioniert, wo ich das hier mit Heißkleber gemacht habe. Aber das ist leider nicht fest. Man kann das ganze Ding halt bewegen. Ich versuche es nochmal zu zeigen. Hier. Man kann das ganze Ding bewegen. Damit bewege ich hier halt die Linse hin und her. Die muss richtig ausgerichtet sein, damit die hier hinten auf die Fotodioden wieder direkt dass der Strahl da direkt drauf kommt, wo er hingehört. Sonst liegt er daneben irgendwo und will nicht. Gut. Aber das wäre jetzt meine Reparatur vom CD-Player. Er funktioniert wieder und das war die Hauptsache. Die Dinger werden auch teilweise hoch gehandelt. Nicht exakt dieses Modell, sondern ein etwas früheres Modell. Hiervon habe ich bei eBay gesehen, ist für über 70 Euro weggegangen. Mit Defekt. Der ist mit über 70 Euro in die Versteigerung rausgegangen mit einem leichten Defekt drinne. Die Dinger sind gefragt. Technik sowieso. Weiß nicht warum. Auch bei Sony, die älteren. Ja, ich hatte einen CD, DVD oder besser gesagt einen DVD oder Blu-ray Player auch dafür hernehmen können, aber sorry, nein, möchte ich gar nicht. Ich möchte den haben. Der ist so simpel und so einfach aufgebaut. Und der DAC hier drin ist ein relativ guter. Der Sound von dem ist auch recht gut. Das ist die Hauptsache. Ich möchte nicht sagen, dass die anderen DACs auch doof sind, aber das war eben auf der Höhe der Zeit mit CD. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Der hier hat ein 1-Bit-Mesh DAC drauf mit Noise-Filterung und ich weiß nicht was noch alles. Das passiert alles im Laufwerk und geht hier über das Kabel drüber auf die Platine. Mehr ist es nicht. Ich habe mich auch erst gefragt, wo ist denn da bitte der DAC auf dieser Platine hier, auf dem Teil. Da ist nämlich keiner. Das ist jetzt alles im Laufwerk und das ist ein Philips-Laufwerk. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Ich muss es sowieso nochmal aufnehmen. Dass das ein Philips-Laufwerk ist. Ich weiß nicht, was für Laufwerke da noch gibt, aber da, ich hoffe, man kann es sehen, weil es ist so überblendet.
weiß nicht, ist jedenfalls ein Philips-Laufwerk. Es gibt noch andere. Und der DAC sitzt hier mit drin, wo Signalaufbereitung für den Laser und das alles ist. Das ist der Motor und Ablenkeinheit Geschichte. Ne, das ist Motor, der Spindelmotor hier. Der hier, naja, Spindelmotor nicht, aber der den Motor hier hin und her bewegt und den Motor. Doch, Spindelmotor und der Trekkingmotor und hier ist Fokuskeul und alles, um die Linse zu bewegen. Und der Chip, ich habe jetzt gar nicht gesehen, ich hatte glaube ich im PDF gesehen, was das für eine ist, aber ich sehe jetzt nicht, glaube, ist denn sogar ein Sony-Chip, glaube ich sogar, weiß ich jetzt nicht. Sony oder NEC oder irgendwas war das, keine Ahnung. Oder Panasonic, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Weil der Chip hat hier die ganze Geschichte drin für den Laser, Laserstrom, Dioden auslesen, Signale, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Und DAC ist auch drauf. Sonst hätte ich ja gesagt, Frankensteins Monster und mach da ein anderes Laufwerk rein, weil hier könnten ja dann theoretisch nur eben die Befehle kommen mit Play, Pause, Stopp, hast du nicht gesehen, aber ist ein bisschen mehr. Gut, dann schraube ich das Ding wieder zusammen und dann sehen wir uns bei einem anderen Video wieder. Und auch mit so einer Kiste. Das weiß der Herr neben mir noch gar nicht. Ich habe nämlich noch so eine Kiste gekauft von Denon. Für 11 Euro. Ja, er ist schon wieder am Meckern. Scheißegal. War das Denon? Keine Ahnung. Jedenfalls ein CD-Player von Denon. Liest auch keine Silberscheiben. Will ich mal reingucken, was der hat. Mal schauen, aber mir war wichtig, dass der läuft. Sony ist mir zu teuer, also Sony geht für 70 und mehr weg. Kaputte, Defekte, die nicht lesen, nix. Nö, sorry, tut mir leid. Gut, aber soll es bis hierhin gewesen sein. Wir sehen uns dann da wieder. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Anscheinend im neuen Jahr. Ich sage schon mal euch, guten Rutsch, schönes neues Jahr. Feiert nicht zu doll, geht es langsam an und wir sehen uns dann wieder. Bis ins neue Jahr. Tschüssi.